Wir haben nach dem Gipfel in Brüssel wirklich erste Durchbrüche erzielt. Alle 28 Staaten haben erklärt, dass sie die europäische Außengrenze besser schützen wollen. Alle 28 haben auch erklärt, dass sie mit der Türkei die Details über die Sicherung der Grenze im Ägäischen Meer verhandeln und besprechen wollen. Und alle haben zugestimmt, dass dies nun am 6. oder wahrscheinlich am 7. März auch stattfindet. Also das Gerede von es bewegt sich überhaupt nichts, stimmt nicht. Es bewegt sich was, sowohl im nationalen als auch im europäischen Maßstab. Und das müssen wir jetzt auch immer wieder sagen und erklären. Und diesen Kurs müssen wir auch durchtragen. Ich bin mir ganz sicher, dass die große Mehrheit der Fraktion hinter diesem Kurs der Bundeskanzlerin steht.